Ja, hallo, ich habe meinen Videokanal wieder ein bisschen aktiviert und werde neue Motive reingeben. Und das ist mein erstes wieder seit langem. Oft die Frage wurde gestellt, was mit Papier genommen wird. Es gibt sehr dünnes Papier, das ist hauptsächlich für Blumenmalerei. Das Papier sehr saugfähig. Und es gibt sehr dickes Papier, das wird hauptsächlich für Landschaftsmalerei genommen. Das ist so ein mitteldicke, das saugt einigermaßen gut und ist für mein Motiv gut geeignet. Dann gibt es Tusche, das ist Flüssigtusche. Es gibt diese Reibetusche, da muss ich erstmal reiben mit einem Stein, mit einem Reibestein und kann meine Konsistenz für diese Tusche fein einstellen. Mir reicht es aber, hiermit zu arbeiten. Das ist ein japanisches Tusche, flüssige, und ich nehme diese jetzt. Ne? Die Aufteilung ist wichtig. Das ist das Erste, was man macht, sich Gedanken zu machen, wie soll mein leeres Blatt aufgebaut sein. Und dazu nehme ich ein bisschen Hilfsmittel. Das sind diese Gläser. Und jedes Glas steht für ein Küken, was ich malen werde.